So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold. Es ist hier Part 5 und jetzt habe ich euch ja gesagt, jetzt werde ich mal gegen die Trainer hier kämpfen. Und mal schauen, was diese Trainer so auf dem Kasten haben. Und hier kommt der erste. Eigentlich bin ich hier, um mein Team nach einer Niederlage aufzustocken. Aber du wirkst wie ein Schwächling auf mich. Prima, dich knöpfe ich mir vor. Okay, ist das unser erster normaler Trainerkampf? Gegen Teenager Julian. Muss jetzt das Radfahrt sein. Ich hatte gleich meinen Blaze. Und ich glaube, ich schaffe es auch mit One Hit mit einem Glut. Jawohl. Mein Blaze ist imbar. Ja, der kann nichts. 64 Pokédollar. Wow. Davon kann ich mir echt nichts kaufen. Okay, er fragt mich, ob wir seine Telefonnummer wollen. Wir sagen einfach mal ja. Wenn wir seine Telefonnummer haben, können wir später irgendwann ihn anrufen und vielleicht fordert er uns wieder erneut heraus. So können wir später noch trainieren, aber das bringt er noch erst nach der Pokémon-Liga. Vorher bringt er noch kaum was. Jetzt kommt hier die Teenager Dietrich mit seinem Taubsi. Level 2. Und wieder eine Glut. Und auch wieder kaum. Trainer sind einfach keine Herausforderung für mich. Ich meine, wir sind Level 2 bis Level 4, also. Radfahrzeit ist ruckzuck hier rein. Ja, 3K. Ich hab 29. Zieht mir kaum was ab. So. Und Blaze erreicht Level 11. Jo, ich gewinne. So, okay, jetzt gehe ich hier weiter. Hier noch. Das ist keine Trainerin. So, und jetzt um diesen Trainer hier gehe ich herum. Ja, das heißt, ich muss auf den Bocken kommen. Und hier kommt wieder Safka. Erfahrungspunkte. Also bei Safcon und Kokone ist es immer so. Das Level, das sie haben, muss man mal 10 rechnen plus 1. Das gibt dann die Erfahrungspunkte, die sie geben. So, und jetzt gebe ich hier in die Dunkelhöhle. Sie ist dunkel, wie der Name sagt. Man kommt hier einfach nur mit Blitz weiter, aber ich gehe jetzt hier nur rein, weil ich unbedingt ein Pokémon fangen will. Und zwar dieses hier, das Zubat. Level 2. Mal schauen, ob mein Tackle schwach genug ist. Nein. Okay. Ist es nicht. Dann muss ich hier mal mit Pokémon mein Blaze durch mein Visor tauschen. Dann sollte ich eigentlich eins fangen können. Ja, das Visor ist richtig süß hinter mir, nicht? So. Jetzt kommt Kleinstein. Das will ich nicht. Wo ist denn kommen? Komm schon, ich will ein Zubat. Jawohl. Ach, wieder weiblich. Ja. Ich lerne nicht ein männliches, aber eigentlich ist es auch gar nicht. Nein. Oh. Das ist schneller. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich sollte sowieso kommen haben. Ah. Kann man eins abgezogen, ja. Ich mache hier Attacke aus. So, noch ein Blutzauber. Und wie ist das Kratzer ein? Jetzt ist das gefangen. Bälle. Ja, ich nehme den Pokéball. Den Premierball brauche ich ja noch nicht. Den nehmen wir einfach mit Platz weg. So. Und ich habe einen Zubat gefangen. Perfekt. So, Zubat ist mein zweites Pokémon im Team. Denn ich bin ein richtiger X-Bat-Fan. Ich finde das Pokémon einfach cool. Lila, vier Flügel. Sieht geil aus. So, okay. Jo, ich gebe ihm gerne einen Spitznamen und zwar nenne ich es mal Cross. Ja, okay. So. Jetzt die Visor durch Cross tauschen. So. Ist das nicht liebenswert, wie es ja hinter mir herflattert? Okay, als erstes ist ein Beutel. Noch ein Traum.
Schrank ein. So. Nicht jetzt mit einer K.O.-Attacke. Nach einer Attacke K.O. gezockt. Also gehen wir hier zu dem Trainer. Das ist ein Käfer sammeln. Das ist jetzt nur Käfer-Pokémon. Die sind an sich schwach, aber naja. Uli. Jetzt Raub hier. Los, Cross. Okay. Ich wechsle hier das Pokémon aus, denn Cross kommt momentan kaum eine gute Attacke. Was kommt erst noch? In so einem Fall wünsche ich, ich habe schon E-Beteil, aber den kriege ich erst kurz vor oder nach dem 7. Arena open, je nachdem wie was macht. Ich wechsle nochmal zu Cross. Das ist kein Cross, keine EP, okay. Okay, wieder tauschen. Das Problem ist einfach, Cross braucht eine Attacke und ich habe keine. Ich habe noch keine TM, das sind technische Maschinen. Die bringen einem Pokémon eine gute Attacke bei oder eine schlechte, je nachdem. Und nachdem man sie verwendet hat, verschwinden sie. Dann gibt es noch die VM, das sind die versteckten Maschinen. Wenn man, die kann man unendlich einen Pokémon beibringen. Aber es gibt ein Limit. Und zwar, nein, Limit gibt es nicht, Entschuldigung. Wenn man jetzt Pokémon die Attacke beibringt, kann es von alleine nicht vergessen. Man muss dazu zum Attacken verlernen. Und der ist jetzt hier in Heart Gold und Soul Silver in... ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube in Ebenhaus. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Okay, hier noch ein Apricoco. Eine schwarze. Schön. Also die Apricoco haben jetzt momentan noch keinen Zweck. Das kommt erst mit der zweiten in der zweiten Arena-Stadt, Azalea City. Und dann kommen sie nach der dritten Arena beim Poké-Adlon. Aber das sehen wir dann später noch in anderen Parts. So, ich habe jede Menge Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Okay, ich kämpfe gern. So, ein Herausforderer von Käfer-Sammler Greg. Und das ist jetzt Raubier. Level 2. Joa, ich glaube, ich kämpfe mit meinem Blutzug, mit meinem Cross. Ich habe keinen Blutzug, ich sag. So. Ne, zieht nichts, kann was ab. Monster-Tackle macht mich fast kaum nicht. Nein, 2 Kabel. Ja, da muss wieder Blaze anspringen. Und jetzt Fadenschuss, ich hasse diese Attacke. Das senkt meine Initiative und somit wird mein Feuerregel langsamer. Ja, aber jetzt mache ich mir einen Tackle-Kau. So, jetzt hat er noch ein Raubjoin. Das ewige Getausche geht mir selber auf den Sack, aber irgendwie muss ich meinen Crosser trainieren, nicht? Ja, gut, dann wird er Pokémon tauschen. Ich habe jetzt Fadenschuss, das nervt, aber egal. Also machen wir weiter, Glut. Wechseln, Cross. Muss ich aufpassen, dass Hornio nicht Giftstachel einsetzt, denn da ist meine Gefahr, dass ich vergiftet werde, aber es setzt halt nicht. Okay. Okay. Dieser Kampf geht mir selbst auf den Sack. Das ist echt ein langweiliger Kampf, denn ich muss hier mehr und mehr tauschen. Aber eben, ich muss trainieren, da es keine Attacke hat. Das ist halt so passieren. Also keine Attacke, es hat der Blutsauger, aber Blutsauger ist echt eine mächtig schwächliche Attacke. Naja, okay. So, das letzte Pokémon nach Raupi. Wow, sie hat das Tackle einsetzt, okay. Dafür. Das ist
So, und ich rate noch 32 Poké-Dollar. Das ist fast ein Zehntel von einem Trank. Jo, also dem nehme ich jetzt gerne die Telefonnummer. Also mit Telefonnummer gibt es, sofern ich weiß, kein Limit. Es gibt kein Limit, also man kann jede annehmen. Also ein paar wollen kämpfen, andere geben euch den Bären oder sonstige Items. Und wieder andere geben nach einem Kampf euch Items wie zum Beispiel jetzt Eisen, Protein und so weiter. Na, ich finde irgendwie den Kampfwander von Diamant und Perle nicht viel besser als der Pokécom. Da konnte man einfach in die Region, wo man kämpfen wollte, hingehen, den einfach einsetzen, falls man niemand kämpfen wollte, einfach 100 Schritte gehen, waren es 50, 100. Einfach 100 Schritte gehen und dann einfach einsetzen und dann schauen. Ach Moment mal, nein, der Kampfwander wurde zuerst eingesetzt in Feuerrot und Blattgrün, in den Remix von Blau und, nein, Blau nicht, von Rot und Blau, nein, doch Rot und Blau. Jetzt hab, ja, Entschuldigung, Faden verloren. So, okay. Ja, also, Safcon geht jetzt noch down. Und jetzt, jo, jetzt könnt ihr noch auf den nächsten Part warten. So, also ich verabschiede mich mal und man sieht sich. Und Cross erreicht Level 5. Also zum Abschied noch Superschall erlernt, sehr schön. So, also dann, man sieht sich.